Der Moskauer Kreml. Hinter diesen Mauern herrscht ein blutiger Despot, Josef Vissarionowitsch Stalin. Millionen Menschen lässt er nach Sibirien deportieren. Oder töten, weil er sie zu Feinden der Sowjetunion erklärt hat. 3 Jahrzehnte Schreckensherrschaft. Bis der Stählerne im März 1953 stirbt. Sein Volk jedoch, es beweint den Ersatzgott der roten Tyrannei. Was ist das Besondere an ihm, einem Jahrhundertmörder? Schon einmal, 1924, trauerte das Sowjetvolk um ihn, Wladimir Iljitsch Lenin, den Mann, der Russland in die rote Diktatur gestürzt hat. Seine alten Kampfgefährten halten Totenwache. Demonstrativ zur Schau gestellte Eintracht, auch bei ihm. In dieser Stunde der Ungewissheit und der Angst ist es Josef Stalin, der das Heft des Handelns an sich reißt. Statt einer Trauerrede leistet er pathetisch einen Schwur, nachgestellt in einem Propagandaspielfilm, der es mit der Wirklichkeit nicht ganz genau nimmt. Als Genosse Lenin von uns schied, hinterließ er uns ein Vermächtnis. Mit aller Kraft den Bund zwischen Bauern und Arbeitern zu stärken. Wir schwören dir, Genosse Lenin, dass wir deine Gebote in Ehren erfüllen werden. Nicht wie ein irdisch Verblichener wird Lenin angesprochen, nein, er wird angerufen, wie ein Prophet. Es ist die Geburtsstunde eines bald grenzenlosen Lenin-Kults und kalkuliertes Requisit für Stalins Machtkampf. Der mystische Glauben an den Toten, er soll sich auf ihn übertragen. Dazu gehört auch, den Hingeschiedenen nicht einfach wie einen gewöhnlichen sterblichen Politiker beizusetzen. Für Lenin lässt Stalin ein Mausoleum errichten, im Zentrum der Macht, zu Füßen des Kreml. Der Leichnam Lenins wird einbalsamiert. Seine sterbliche Hülle soll erhalten bleiben, als ewiger Gott der Roten Revolution. 13. Parteitag, der erste ohne Lenin. Stalin lässt sich schon als einzig legitimer Erbe Lenins feiern. Da legt, völlig unerwartet, Lenins Witwe Krupskaja das Testament des Toten vor. Es charakterisiert Stalin als grob, fordert dessen Ablösung und lobt ausdrücklich den alten Kampfgefährten Trotzki. Stalin weiß, es geht ums Ganze. Sein Schachzug, Rücktrittsangebot. Der Parteitag ignoriert Lenins Testament. Stalin wird gefeiert, nicht gefeuert. Beerdigung von Felix Dzerzhinsky, erster Geheimdienstchef der UdSSR. Trauer als Tarnung für das intrigante Machtspiel der Rivalen, Trotzki und Stalin. Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt. 1928 ist der Rivale kaltgestellt. Stalin rächt sich auf besonders demütigende Weise. Gefesselt wird Trotzki zum Zug geführt, der ihn in die Verbannung bringt. Danach setzte Stalin den Namen Trotzkis als Synonym für alles ein, was mit Verrat zu tun hatte. Indem er die Trotzkisten samt und sonders als Staatsfeinde brandmarkte, konnte Stalin von seiner eigenen Verantwortung für die wirtschaftliche Misere des Landes ablenken. Den vielen Unfällen in den Fabriken und der Fehlorganisation seiner eigenen Politik. Er hat die Trotzkisten zum perfekten Sündenbock gemacht. Der Tyrann schmiedet sein System. Wer widerspricht, wird mundtot gemacht. Keiner wagt mehr, offene Kritik zu üben. Aus der Einparteiendiktatur macht Stalin eine Ein-Mann-Diktatur. Jetzt geht er daran, dem Volk seinen Willen aufzuzwingen. Per 5-Jahres-Plan zum Industriestaat heißt die Losung.
Ein gigantisches Projekt, um das Land in eine Kampfmaschine der Weltrevolution zu verwandeln. Stalin befiehlt, die Rote Armee zur stärksten der Welt aufzurüsten. Es ist die Geburtsstunde der Sowjetmacht. Modernste Panzer rollen aus den Rüstungswerken. Auch im Flugzeugbau. Anschluss an die Weltspitze. Viele Sowjetbürger haben Stalins Revolution von oben nicht nur toleriert, sie haben sie enthusiastisch mitgetragen. Nur wenige ahnen, welche Persönlichkeit sich hinter der Maske des gütigen Landesvaters verbirgt. Er war ein begabter Schauspieler und Intrigant ohne jeglichen Vorstellungen von solchen Dingen wie Ehre, Gewissen, Menschenrechte, Menschlichkeit. Die waren ihm glatt unbekannt. Stalins Herrschaft beruht auf totaler Unterwerfung. Es zählt allein sein Wille, für den es keine Konkurrenz mehr geben darf. Vor allem diese nicht. Russlands orthodoxe Kirche. Für Millionen Sowjetbürger die einzige Alternative zur seelenlosen Glaubenswelt des Kommunismus. Sie trifft Stalins Tyrannei zuerst, die Popen. Nicht dieser Ikone, nur diesem Götzen sollen sie huldigen. Man hat den Geistlichen den Kopf abgeschlagen, man hat sie im Eis einfrieren lassen. Sie wurden ins Gefängnis geworfen, erschossen. Man hat sie lebendig begraben oder sie zu Hunderten, ja zu Tausenden vor Moskau exekutiert. Dort gibt es zahllose Erschießungsplätze, ganze Felder, die mit den Knochen des russischen Klerus übersät sind. Stalins Losung: In 5 Jahren gibt es Gott nicht mehr. Speerspitze im Kirchenkampf ist der sogenannte Bund der kämpferischen Gottlosen. Meist junge Menschen, die an Stalins neue Doktrin glauben und vom Tyrannen rücksichtslos benutzt werden. Der Diktator befiehlt die Verstaatlichung der Landwirtschaft. Ein Gewaltakt. Es ist Stalins erstes Verbrechen an seinem Volk. Mit einem Federstrich zerstört er die Lebensgrundlage von 4/5 der Bevölkerung. Die Bauern wehren sich. Sie liefern ihre Ernten nicht mehr ab. Der Tyrann zögert keinen Augenblick. Aus der Zentrale dirigiert er nun den Frontalangriff gegen die Landbevölkerung. Eine brutale Requirierungswelle schwappt über das Land. Die Geheimpolizei soll alle Vorräte aufspüren und konfiszieren. Dafür braucht Stalin Funktionäre des Terrors. Die Beschlagnahmekommission kam einfach rein und nahm uns alles weg. Es war unmöglich, vor ihnen etwas zu verstecken. Alles haben sie auseinandergenommen. Restlos jeden Winkel durchsucht. Stalins billige Helfer, sind sie ohne Skrupel? Für uns waren Stalins Befehle Gesetz. Eisernes Gesetz. Wir glaubten an ihn, also führten wir seine Befehle auch aus. Die Entrechtung der Bauern geht Stalin noch nicht weit genug. Die Propaganda nennt wohlhabende Bauern Volksfeinde, weil der Diktator sie als seine Feinde sieht. So herrscht ein Tyrann. Stalin lässt Hunderttausende Kulaken nach Sibirien deportieren. Es ist die Rache des Tyrannen. In Zwangsarbeit, bei unerbittlicher Kälte und Hungerrationen schuften seine Leibeigenen für den industriellen Aufbau. 1932 herrscht Stille im Land. Totenstille. Stalins Rache hat System. Was noch an Lebensmitteln zur Verfügung steht, bekommt der Industriearbeiter zugeteilt. Die Landbevölkerung verhungert.
Besonders grausam trifft es die Menschen in der Ukraine. Sie hatten sich der Kollektivierung am hartnäckigsten widersetzt. Willkür. Auch das gehört zum Plan des Tyrannen. Weil nur noch Flucht die Menschen retten kann, werden sie in ihren Dörfern festgesetzt. Stalin lässt alle Straßen sperren und den Eisenbahnverkehr einstellen. Millionen Ukrainer sitzen in der Falle. Während in der Ukraine 5 Millionen Menschen verhungern, lässt der Tyrann 5 Millionen Tonnen Getreide exportieren. Wer richtigen Sinnes ist, der wird belohnt, hat Anspruch auf ein wenig Leben. Das ist die andere Sowjetunion. Die neue Elite hat sich eingerichtet. Verdiente Funktionäre genießen Privilegien. Dienstwagen, Erholungsfahrten, ein vergnügliches Nachtleben. Da ist klar, wem die Dankbarkeit zu gelten hat. Erheben wir unser Glas auf den großen Genossen Stalin, der uns auf dem strahlenden Weg zum Kommunismus führt. Za zdravie! Im Januar 1934 lädt der Diktator ein zum, wie es heißt, Parteitag der Sieger und meint doch nur sich selbst. Der stählerne, geniale Stalin, wie er jetzt genannt wird, ist stolz auf das Erreichte und lässt sich enthusiastisch feiern. Doch die Delegierten feiern auch noch einen anderen. Leningrads Parteichef Sergei Kirow. Nach Industrialisierungsrausch und Kollektivierungswahn ist er der Hoffnungsträger eines sanfteren Kommunismus. Mit großem Vorsprung gewinnt Kirow die Wahlen zum ZK. Kirow lehnt das Angebot der Stalin-Gegner ab. Die letzte Chance, den allmächtigen Tyrannen zu ersetzen, ist vertan. Zeit, sich mit Geschenken verwöhnen zu lassen. Ein von nun an immer wiederkehrendes Ritual der Huldigung. Das neue Scharfschützengewehr. Stalin richtet es nur zum Spaß auf die ZK-Mitglieder. 3 Jahre später werden nur noch wenige von ihnen am Leben sein. 1. Dezember 34, 16 Uhr. Sergei Kirow verlässt eine Parteiversammlung im Smolny, seinem Amtssitz. Zeitgleich schleicht sich der 30-jährige Dmitri Nikolajew unbemerkt über einen Nebeneingang in Kirows Bürotrakt. Um 16.03 Uhr treffen Mörder und Opfer aufeinander. 3 Schüsse fallen, Kirow ist sofort tot. Stalin eilt nach Leningrad. Er selbst will die Untersuchung leiten. Ein Gespräch mit dem Mörder im Gefängnis, dann verordnet Stalin, hinter dem Mord stecken trotzkistische Verschwörer. Eine kalkulierte Täuschung. Nikolajew wird beseitigt. Stalin hat Kirow töten lassen. Seit dem 17. Parteitag sah er in ihm den Rivalen. Und weil für Stalin Macht alles bedeutete, weil er nichts anderes kannte außer Macht, hatte er beschlossen, dass nun alle seine Gegner dran glauben sollten. Vorher muss er noch einen Pflichttermin absolvieren. Kirows Begräbnis. Es wird als pompöser Staatsakt zelebriert. Das Kirow-Attentat ist Startsignal für ungehemmten Terror. Mord ist fortan legitimes Mittel staatlicher Politik. Zur Kaschierung wird ein berüchtigtes Spektakel inszeniert, die Schauprozesse. Den Staat und damit Stalin vertritt Andrei Wischinski, gnadenloser Chefankläger seines Herrn. Unser ganzes Land wartet darauf und fordert nur eins: die Verräter und Spione, die Land und Heimat verkauft haben, zu erschießen wie räudige Hunde. Allein von den Delegierten des 17. Parteitags wurden 90% erschossen, weil so viele doch gegen Stalin gestimmt hatten. Und da er nicht genau wusste, wer, ließ er sie vorsichtshalber alle erschießen. Deshalb heißt er ja der Stählerne. Anfang 1937 geht überall im Riesenreich die Angst um. Die nächste Stufe staatlicher Gewalt. Jetzt trifft sie das ganze Sowjetvolk.
Es wurde eine Hysterie entfacht, die sogenannte Spionomanie, Angst vor Spionen, die angeblich überall den Staat unterwandern. Tod den Feinden, Tod den Parasiten, das ist unsere Losung. Nach dieser Methode ließen sich problemlos massenweise Menschen verhaften und einsperren. Überall im Roten Reich entfacht Stalin eine beispiellose Menschenjagd. Wer den Spion nicht kennt, macht sich selbst verdächtig. Denunziation ist erste Bürgerpflicht. Angst als Herrschaftsprinzip. Das Haus am Ufer. Ein gewaltiger Komplex in Sichtweite des Kreml. Wohnort verdienter Funktionäre. Was die Bewohner nicht ahnen, jede Wohnung ist verwanzt. Wir lebten doch in diesem Haus, in dem ständig Leute verhaftet wurden. Immer zitterten alle vor Angst, wenn irgendwo in der Nähe des Hauseingangs ein Auto anhielt. Dann befürchtete jeder, dass sie nun kommen würden, um einen selbst abzuholen. Die Greifer des NKWD. Jede Nacht schwärmen sie zur gleichen Zeit aus. Pünktlich um 4 Uhr in der Früh. Die Lubjanka, Zentrale des staatlichen Terrors. Wie hier werden überall in den Gefängnissen des Landes Verhaftungsgründe konstruiert und Geständnisse erpresst. Das war das Prinzip der NKWD. Zuerst wird man eingelocht und dann ein Paragraphen findet sich immer. Ich meine, wenn da der Paragraph nicht dazukommt, wie ein bisschen da die Finger in die Tür eingeklemmt werden, ein paar Zähne eingeschlagen werden und so schreibt man gewöhnlich. Penibel. Bürokratisch, effizient. Schwanensee. Tschaikowskis Ballett liebt der Tyrann über alles. Wenn es im Bolschoi aufgeführt wird, entspannt er sich in seiner Loge. Sobald der Applaus verhallt ist, kehrt Stalin sofort zurück an seinen Schreibtisch. Auf ihn wartet ein mörderisches Pensum. Er unterschreibt Todesurteile. Oft mehrere hundert pro Nacht. Manchmal sind ihm die Listen zu kurz. Dann notiert er wie hier 6000 mehr. Egal wen. Massengräber. Stumme Überreste des vollstreckten Grauens. Es gibt sie überall in der Sowjetunion, wie hier bei Kiew. Zwischen 1937 und 1939 werden landesweit mehr als 1,5 Millionen Menschen liquidiert. Der große Terror. Eine präzis organisierte Massenvernichtung. Ehemalige Klöster, bevorzugte Orte für den Massenmord. Selbst das kleinste Dorf hat seine Quote zu erfüllen. Genauso wurde, wie das Plan soll beim Holzeinschlag, das soll für die Vernichtung vor allem der Elite des Landes übererfüllt. Das ist kennzeichnend für den stalinschen Terror. Offiziell trägt er den Namen des Volkskommissars Jezhov. Die Jezhovschina wird zum Inbegriff für den Terror gegen das eigene Volk. Jezhov steuert auch Stalins nächsten Terrorakt. Die Deportationen in den Gulag. Der Transport nach Sibirien in Viehwaggons. In jeden Waggon wurden 28 Menschen hineingepfercht. Wir bekamen nichts zu trinken, aber gesalzenen Fisch. Dummerweise haben wir den gegessen, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass man uns danach regelrecht verdursten lassen würde. Eine Toilette gab es auch nicht. Aus der gesamten Sowjetunion werden täglich Tausende Gefangene in die Lager transportiert. Pjotr Demant ist auf der sogenannten Todesroute unterwegs. Nach 3 Monaten und 7000 Kilometern ist sein Transport im östlichsten Winkel des Riesenreichs angekommen. Endlich sind wir ausgeladen worden in Nachotka. Nachotka, das ist 26 Kilometer hinter Wladiwostok, ist die Endstation der transsibirischen Eisenbahn. Da sind wir rausgekommen. Aus den Waggons mehr rausgefallen als rausgekrochen. Man hat uns natürlich umzingelt, es waren Schützen, haben alle Waggons untersucht, dass keiner sich versteckt, und haben den Transport abgeschoben. Direkt ins Arbeitslager. Was erwartet die Gefangenen?
Was die Vernichtung von Menschen durch Arbeit angeht, so war die Verwaltung jedes einzelnen Lagers, überhaupt des gesamten Lagersystems, unglaublich effizient organisiert. Das arbeitete wie ein Uhrwerk. Der Gulag war eine unübertroffene Sklaveneinrichtung. Ja, so war das. Und Sie müssen auch mich verstehen. Ich konnte nicht Nein sagen. Konnte mich nicht einfach diesem System entziehen. Und dennoch zeichnet er. Baldajew wird zum heimlichen Chronisten der Schreckenswelt des Gulag. Dies sind die einzigen authentischen Bilder aus der Innenwelt der Lager. In den menschenfeindlichsten Gegenden Sibiriens werden die Neuankömmlinge des großen Terrors eingesetzt. Der Gefangenentransport von Lew Razgon wird zur Arbeit in den Wäldern gezwungen. Im Herbst 1938, genau gesagt im Oktober, waren wir noch 517 Mann. Und bis zum Frühjahr 1939, das heißt im Verlauf nur eines einzigen Winters, blieben mit mir nur 22 Mann übrig. Und so macht ein geflügeltes Wort im Lager die Runde. Wenn das der große Stalin wüsste. Tausende schreiben aus dem Gulag an den Wosch in Moskau. Unsere ganze Hoffnung ruhte auf Stalin. Wir dachten wirklich, dass das alles ohne sein Wissen geschah. Wir waren der festen Überzeugung, dass er ein Heiliger war. Der Allerheiligste, der Einzige überhaupt, der uns retten konnte. Wir alle verehrten ihn und beteten zu ihm wie zu einem Gott. Ja, wir hielten Stalin für den Allmächtigen. Die Legende vom allmächtigen, gerechten Stalin, sie zerplatzt in einer der unwirtlichsten Gegenden der Erde, nahe dem Polarkreis. Hier, in dieser Steinwüste ohne jeden Baum und Strauch, müssen Millionen Gefangene nach Gold schürfen, Kalima. Nichts verrät mehr über das Wesen eines Staates als seine Gefängnisse. Das schrieb der Schriftsteller Leo Tolstoi. Auf die Kalima brachte man immer so viele Gefangene, wie gerade gebraucht wurden. Die Bedarfsanfragen der Lagerchefs wurden hier immer zu 100% erfüllt. Jedes Jahr. Deshalb hatten sie auch keinerlei Probleme damit, wenn ihnen die Leute in Massen erfroren, verhungerten oder sonst wie wegstarben. Sie wussten, wenn die sterben, gibt's sofort Nachschub. Im Lager angekommen, werden die Häftlinge sofort auf die einzelnen Goldminen verteilt. Die Arbeitsbedingungen sind hart. 10 Stunden unter Tage. Und eine unmenschlich hohe Norm, pro Schicht und Häftling 100 Karren Bruchgestein. Wenn man die Karren stark unterbietet, das heißt, wenn man nur noch 70, 80, 40, 50 Tatschki im Tag hat, da wird man nicht ins Lager gelassen. Man gibt ja 200 Gramm, das ist der Straf. Portion Brot und einen halben Hering und dann kommt die nächste Schicht, die Abendschicht raus und du wirst wieder zur Abendschicht zugeteilt. Und wenn du da wieder die Tatschki nicht machst, kannst du wieder nicht ins Lager und kannst das dritte Mal arbeiten. Durch Entkräftung verlieren Millionen Häftlinge auf der Kalima ihr Leben. Sie werden auf diesen Friedhöfen beerdigt, in unmittelbarer Nachbarschaft der Mine. Bei Besinnung bleiben in dieser Lagerwelt nur wenige. Der Dichter Warlam Schalamow schreibt: Wir hatten weder Stolz noch Selbstachtung. Keine menschlichen Gefühle wie Liebe, Freundschaft und Barmherzigkeit. Wir begriffen, dass der Tod nicht schlimmer war als das Leben. Opfer gegen Opfer. Die Härte gegen den Mithäftling wird vom System diktiert. Das NKWD hat im Gulag planmäßig die Entmenschlichung des Menschen betrieben. Aus Menschen hat man Arbeitsvieh gemacht, Tiere.
Ganz systematisch. Erstens durch Plackerei, zweitens durch Hunger und drittens durch Folter. Das damalige Staatsprinzip funktionierte doch so. Jeder Fünfte saß im Lager und jeder Zweite hat ihn bewacht. Verstehen Sie? Die gesamte Sowjetunion war ein einziges riesiges Lager. Bis 1953 hat Stalin über 40 Millionen Sklaven durch den Gulag geschleust. Mehr als 15 Millionen kommen um. Dem Nimbus des Tyrannen hat das nicht geschadet. Dafür sorgt der Stalin-Kult. Eine Strategie des schönen Scheins. Ausgefeilt bis ins Detail. Eine Inszenierung, die den Massen suggeriert, er habe mit dem Terror nichts zu tun. Ende 1939 ist der große Terror erst einmal vorbei. Doch die Säuberungen gehen weiter. Tag für Tag werden Tausende von angeblichen Gegnern des Regimes ermordet, zuletzt 30.000 Offiziere. Doch der Diktator hat noch eine Rechnung offen, Leo Trotzki. Stalins langer Arm reicht bis in sein Exil nach Mexiko. Von langer Hand, nach dem Plan von ihm, NKWD-Chef Jezhov, links im Bild. Ramon Mercader, 1937 schlüpft er in die Rolle eines Romeo, um sie zu erobern, Sylvia Agelow, Schwester von Trotzkis Sekretärin. 1939 zieht das Paar in Trotzkis Nachbarschaft. In dessen Haus ist Mercader schon bald ein gern gesehener Gast, wie auch am 20. August 1940. Die Wachmannschaft der festungsmäßig ausgebauten Villa Trotzkis, sie ist ahnungslos, als Mercader nach der Siesta vor der Tür steht. Er kam unter dem Vorwand, Trotzki einen Artikel zum Redigieren geben zu wollen. Er trat in dessen Büro ein, legte Hut und Mantel ab und ging auf Trotzki zu, um ihm den Text vorzulegen. Kaum hatte sich Trotzki hingesetzt und begonnen, den Artikel zu studieren, zog Mercader den unter seinem Mantel versteckten Eispickel hervor, holte aus und schlug ihm damit mit voller Wucht auf den Kopf. Trotzki sprang vom Stuhl auf und fing an, mit Mercader zu kämpfen. Dabei stieß er einen markerschütternden Schrei aus, der durch das ganze Haus gellte. Sofort sind wir alle herbeigeeilt. Und als ich in die Bibliothek kam, sah ich, wie Großvater blutüberströmt auf dem Boden lag. Am nächsten Tag ist Trotzki tot. Sein Mörder wird zur Höchststrafe von 20 Jahren verurteilt. Überall im Sowjetreich. Wen der Tyrann für einen Gegner hält, der wird konsequent vernichtet. Eine Logik, die Stalin auch im Krieg mit Nazi-Deutschland durchhält. Vor seinen äußeren Feinden hatte Stalin keine Angst. Was er wirklich fürchtete, waren seine inneren Gegner. Stalin fühlte sich immer nur von seinem eigenen Volk bedroht, das er zutiefst verachtete. Auch im Kampf mit seinem äußeren Gegner bleibt der Diktator Sieger. Das Volk darf Atem holen. Generalissimus Stalin, wie er jetzt genannt wird, steht im Zenit der Macht. Der Mythos vom Retter des Vaterlands begeistert viele seiner Untertanen, gegen die er schon einen neuen Vorwand für ungehemmten Terror sucht. Seine Gegner, denkt er, könnten ein wenig mehr an Freiheit als Schwäche deuten und ausnutzen, um ihn zu vernichten. Stalin hat sein ganzes Leben lang irgendwelche Kampagnen geführt. Zunächst wurden die Kulaken bekämpft, oder die Trotzkisten, oder die Anhänger Sinowjews. Dann wieder eine andere Gruppe von sogenannten Feinden.
Das heißt, ständig trat eine Gruppe von Menschen in den Vordergrund, die vernichtet werden musste. Also wurden diese Leute verhaftet. Nach dem Krieg gab es eine neue Kampagne, diesmal gegen die Juden. Sie sind Stalins neue Zielscheibe. Professoren, Künstler, Intellektuelle werden zu Tausenden in den Gulag weggeschafft. Die Elite Russlands. Ihr Vergehen? Kosmopolitismus. Meinem Vater zum Beispiel wurde Kontakt zu Joint vorgeworfen. Das ist eine jüdisch-amerikanische Organisation. Und eine der ersten Fragen, die Vater uns nach seiner Heimkehr aus dem Lager stellte, war: Was ist das eigentlich, Joint? Ich bin doch nie in Amerika gewesen. In England, ja. Da war ich als Arzt Mitglied einer sowjetischen UN-Delegation. Aber mehr doch nicht. Der Diktator rüstet nicht nur für den Kalten Krieg. Ende 52 lässt er ein Gerücht verbreiten. Die Kreml-Ärzte hätten sich verschworen, um die höchsten Führer des Landes zu ermorden. Die Verschwörer, heißt es, seien Juden. Wissen Sie, wenn es um den Prozess gegen die Kreml-Ärzte geht, dann wird das meist als antisemitische Aktion gedeutet. Tatsächlich aber wurde die Gruppe der Kreml-Ärzte nur vorgeschoben, um dem Volk zu beweisen, dass selbst solche Leute, denen man besonderes Vertrauen entgegenbringt, nicht nur heilen, sondern eben auch vergiften können. Es ist Stalins alte Strategie, um kollektive Hysterie zu schüren. Für eine neue Säuberung. Dazu soll es nicht mehr kommen. Am 2. März 1953 erleidet der Tyrann in seiner Datscha einen Schlaganfall. Stalins Paladine, sie tun nichts. Sie hatten einfach Angst davor, dass Stalin mitbekommen könnte, wie sie ihn, entschuldigen Sie bitte die Formulierung, so vollgepisst auf dem Boden liegen sahen. Sie fürchteten um die Konsequenzen, die eine derart peinliche Situation für sie haben könnte. Am 5. März 1953 ist der Diktator tot. Viele der Trauernden, sie glauben an den Mythos vom gerechten, gütigen Führer aller Sowjetvölker. Auch im Gulag. Als wir erfuhren, dass Stalin gestorben war, überkam uns ein Gefühl von Ungewissheit. Wir fragten uns, was kommt jetzt? Es gab keine Erleichterung, keine Freude. An diesem Tag ging ich durch das Lager und dankte allen Göttern, dass Stalin gestorben war. Meine Freude war klammheimlich. Es wäre gefährlich gewesen, sie offen zu zeigen. Wir hatten alle große Angst. Wir hielten unseren Mund, zeigten kein Gefühl, keine Regung, außer unserem Bedauern. Ja, wir dachten, dass man uns jetzt vernichten würde. Stalin war tot. Also müssen auch wir sterben. Gestorben ist ein blutiger Tyrann, der Millionen Menschen den Tod gebracht hat. Stalin, der Vollstrecker einer unmenschlichen Utopie, die am Ende jämmerlich gescheitert ist.